Aloha und willkommen Mai. Herzlich willkommen zum neuen Fortnite Shop Video am 21. Mai. Heute kamen wir den neuen Aufgaben raus. Ich hoffe, ihr habt das alles schon erledigt. Ich hatte heute leider nicht viel Zeit, habe noch nicht so viel geschafft. Dafür kommen aber auch die Aufgabenvideos noch raus mit den Sandburgen und so weiter. Werde ich morgen mich drum kümmern. So, und jetzt gucken wir uns den Shop an. Der ist nämlich schon da. Und dann gucken wir mal nach oben. Da sind die ganzen Superhelden-Skins zurück. Gehen wir einmal kurz durch. Die sind nach 38 Tagen zurück. Da haben wir einmal die Yoltara. Und die kann man ja auch alle extra noch ausrüsten. Mal gucken, die habe ich. Bei der kann ich es euch zeigen. Kann man hier verschiedene Varianten machen. Farben auswählen. Grünes Gesicht. Da gibt es ja noch das Emblem vorne drauf, da kann man sich aussuchen. Jo. Dann haben wir Dynamo Dancer. Dann haben wir die nächste ist Firebrand. Dann haben wir Polarity. Blacklash. The Mighty Volt. Nice. Und dann gibt es noch Hunter. Dann haben wir Blastoff. Da kann man coole Sachen mitmachen. Ja, dann haben wir noch Hypersonic. Und die Wanderlust. Ja, dann geht es von vorne wieder los. Also wir haben 5 weibliche Skins und 5 männliche. Dazu gibt es dann die Heldenausrüstung. Und dann kommt erst Werbung. Danke. So, dann haben wir einmal... Und dann haben wir hier den Phantasmanimpuls. Voll cool. Tolle Animation haben wir dazu gemacht. Da gibt es ja immer einen Umhang zu, wo man auch das Emblem drauf machen kann. Dann gibt es hier noch ein Rückenaccessoire zum Holo. Und dann haben wir noch so ein Emoticon. Und noch ein Emoticon. Ja. Da gibt es das alles noch einzeln. Da bin ich ganz raus. So, dann haben wir unter den Vorgestellten einmal Zeit zu tanzen. Ist nach einem Monat zurück, genauso wie Crypto. Der hat hier auch 2 Stile. Dieser Feuerstil finde ich eigentlich ziemlich cool. Das Backlink ist auch interessant. Dann gibt es Mystania. Die hat hier den Flügeln. Auch mit Feuervariante, voll nice. Und dann gibt es noch Enigma, die Lackierung dazu. Wie gesagt, alles nach 31 Tagen zurück. Dann haben wir die Victoria Sand zurück. Hier mit dem Backblink. Die ist nach 33 Tage zurück, genauso wie ihre Axt, Flock und Stalker. So, da haben wir die täglichen. Einmal Finsterherz zurück, nach 30 Tagen.
auch ein nicer Skin, finde ich, mit den Flügeln. Hat auch was. Ja, kann man machen. Dann ist Riley zurück. Mit dem Backblink. Das finde ich auch ziemlich gut. Die ist zurück nach 222 Tagen. Dann haben wir einmal die Lackierung Emotical. Gehen wir mal näher ran, schauen wir es mal an. Ja, da ist schon ein Herzchen zu drauf zu sein hier. Da ist ein Lama. Ja, viel mehr, da ist noch eine Eule. Mehr kann ich jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Da ist so ein Herzchenzeichen. Ja, die ist das seltenste heute im Shop. Die ist nämlich nach 539 Tagen zurück. Dann haben wir hier verregnete Tage. Da muss ich gerade einmal die Musik anmachen. Jetzt hören wir nämlich nichts. So, da haben wir verregnete Tage. Ist auch ein seltenes Stück. Das ist nach 504 Tagen zurück im Shop. So, soll wohl reichen. Dann haben wir den Bandtanz zurück. Der ist nach 216 Tagen zurück. Auch ziemlich nice. Und dann haben wir noch den Zauberwürfel zurück. Der ist nach einem Monat zurück. So, dann gibt es hier immer noch das Beast-Paket, Batman. Dann gibt es hier die zeitlich begrenzten, das Schlangen- und Steine-Herausforderungspaket, Ritter der runden Tafel und es gibt noch Doppelagentenpaket und Shadow-Spitzhackenpaket. Normalerweise würde ich jetzt hier noch das neue Ruby-Paket angezeigt, in schwarz. Das habe ich allerdings schon mir geholt. Das zeige ich euch aber im Video, schneide ich euch das zusammen. Dann seht ihr das auch. Da gibt es, das ist für 0 V-Bucks. Da kann man dann noch ein paar Aufgaben machen und sich die ganzen Sachen freischalten. Sehr nice. Epic hat da uns gegönnt. Allerdings nur für PC-Anwender. Ja. So, und dann gibt es einen neuen Skin. Einen Gratis-Skin für PC-Spieler. Und zwar schauen wir jetzt mal hier im Item-Shop nach, ob der da ist. Da ist er. Kostenlos. Straßenschattenpaket, das ist ja hier die Ruby. Nice. Gegenstände begutachten. So, da haben wir kaufen. Okay. Dann gib mal her. Was passiert? Schön wird geladen. Danke. Okay, Schattenruby, Aufträge. Verdiene Belohnungen, indem du Schatten-Ruby-Aufträge abschließt. Okay. So, dann haben wir. Ach, deswegen kann ich das noch nicht begutachten. Kann ich jetzt begutachten? Nee, immer noch nicht. Okay. Okay, dann gucken wir mal in die Aufgaben rein. Da ist es. So. Für die Axt müssen wir machen. Füge Gegnern Schaden zu. Bis 1000. Okay. Verkaufe eigentlich nichts. Schließe Schatten-Ruby-Aufträge ab für den Skin. Lebe länger als die Gegner. Okay, sollte auch zu schaffen sein. Und für den Backblink spiele mit Freunden. Ja, also 5 Runden spielen, dann haben wir das auch. Sehr schön. Ja, nice. Vielen Dank an Epic. Und das war schon wieder mit dem Shop für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns im morgigen Shop wieder. Mahalo, bis morgen, eure Sam.